Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Boah, den habe ich. Ich brenne. Ne, doch nicht mehr. Nice Kill. Das war's schon wieder. In diesem Video... Ah, ja toll, da war doch noch einer. In diesem Video geht es mal um die AK-74U. Ich wurde weggesprengt. Claymore, na toll. Leute, ich habe sie gerade zurückgeworfen. So, komme ich jetzt endlich mal hier zum Erzählen. Auf jeden Fall geht es hier um die AK-74U. Eine Variante, die man aus der AK-47 machen kann. Und eine Variante, die ich... Ach, scheiß doch drauf, ey. Scheiß doch auf Commentary, Alter. Eine Variante, die ich auf jeden Fall ziemlich heftig gut finde. Ja, raus mit dir, Alter. Ich kriege immer nur einen Kill und sterb dann, Alter. Das ist die schlimmste Runde überhaupt. Und ja, bevor das hier auf jeden Fall richtig losgeht, würde ich mich tatsächlich an der Stelle auch mal über ein Abo freuen. Da hätte ich gar nicht gegen. Und ich zeige euch im Verlauf des Videos auf jeden Fall auch noch, wie man diese Waffe herstellt. Oh ja. Verherstellt jetzt überhaupt das richtige Wort dafür? Muss hier weg. Nein, den habe ich nicht gesehen. Verfickt, Alter. Ich war voll auf Streak. Lasst euch auf jeden Fall nicht von diesem Drecks-Gameplay hier beeinflussen. Die Waffe ist wirklich richtig gut. Also ich kann sie echt nur empfehlen. Nice. Mann, diese Granaten werfen, ne? Ich hasse es. Ich muss immer Granaten werfen. Richtige Sucht. Mal Granaten rausmachen aus der Klasse, um mir das mal abzugewöhnen. Ich sterb echt unglaublich oft. Einfach nur, weil ich Granaten schmeißen wollte. War ja doch ein Gegner. Huch. Die, seitdem Claymores gepatcht wurden, sind S-Minen richtig beliebt. Ne? Ist das jetzt schon mal aufgefallen? Weg mit dir, du Drecksau, Alter. Dass die selbst auf dieser Map immer da hinten in diesen... Dass die selbst auf dieser Map campen so viel, ist heftig, Alter. Die ist die ganze Zeit einer drinne da. Boah, den habe ich aber noch zum Glück bekommen. Schon wieder darüber zu freuen, dass das mit dem Waffenherstellen und so übelst geil ist, brauche ich eigentlich zwar nicht, aber ich feiere das trotzdem. Muss ich nochmal erwähnt haben. Weil das ist ja... Die sieht ja einfach nicht nur so aus wie eine Maschinenpistole. Das ist ja wirklich eine Maschinenpistole, weil man ja auch sogar die Munition und alles ändern kann. Also ich feiere das total an dem Spiel. Wo bist du denn, Alter? Da bist du. So, jetzt aber scheiß mal auf die ganzen Schwärmereien. Da zeige ich euch auch mal ganz fix, wie ihr denn diese AK-74U herstellt. Ich weiß nicht, warum ich mal herstellt sage. Ist das das richtige Wort dafür? Ich bin mir nicht sicher. Ihr braucht diese Waffe auf jeden Fall schon auf Level 56 ungefähr, weil ab dann geht's erst wirklich. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so genau sicher. Auf jeden Fall müsst ihr die Waffe schon ein bisschen gespielt haben, um die AK-74U schlussendlich zu bekommen. Und wie ihr sie bekommt, zeige ich euch jetzt auf jeden Fall. Und ja, als allererstes müssen wir auf jeden Fall den Lauf ändern. Dazu gehen wir hier auf Lauf. Mit, wer hätte das gedacht? Und da wählt ihr den dritten aus. Und da sieht man ja auch schon ganz klar, dass es... der Waffe schon sehr ähnlich kommt, beziehungsweise könnte sie es jetzt schon sein. Aber da fehlen doch zwei Sachen, nämlich die Munition, was ich gerade erwähnt habe. Hier 5,45 mal 39 mm 30 Schuss Magazin. Maschinenpistolen, Munition halt, ne? Erhöht die Schussrate und die Rückstoßkontrolle beim Zielen. Richtig, auch richtig gute Vorteile. Naja, macht ein bisschen weniger Schaden, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Die AK-47 an sich ist ja schon heftig stark. Da ist ein bisschen weniger Schaden auf jeden Fall wirklich nicht schlimm. Und als letztes dann noch den Schaft. Da sieht der Basisschaft dafür ganz schick aus. Hat auch gute Vorteile. Man kann natürlich auch ohne Schaft spielen. Jetzt hat mein Controller wieder rumgesponnen, ohne Schaft. Aber da würde ich euch eher den Basisschaft empfehlen. Das hat drei Vorteile. Und das hier hat zwei Nachteile und zwei Vorteile. Und das hier nur ein Nachteil. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Deswegen ist das ein bisschen besser. Und schon haben wir auf jeden Fall die AK-74U. Ich meine, das haben schon 100.000 andere Leute in anderen Videos schon gezeigt. Aber jetzt habe ich es euch auch nochmal gezeigt. Richtig geil auf jeden Fall. Würde ich sagen, spiele ich damit jetzt noch ein Ründchen. Wer dranbleiben will, kann dranbleiben. Wer nicht, der nicht. Und ja, dann los geht's. Oh, wie gesagt, auch wenn ich gerade übel schlecht bin, die Waffe kann ich euch echt trotzdem nur empfehlen. Nice. Da unten warst du. Na, kommt er raus oder nicht? Er kommt raus, perfekt. Da ist auch noch einer, nice. Alter, der hat ja richtig ernst gemacht gerade. Weg mit dir. Oh, ich bin voll geflasht. Eins vor, wie toll. Raus. Da habe ich dich, perfekt. Nein, schade. Ja, da habe ich dich. Oh, der Vitol, der lohnt sich hier so übelst. Nein. Jo, den habe ich. Habe ich auch. Oh, den nehme ich auch mit. Ja, ja. Mann, dieses Geflasche jedes Mal. Ich mache es auch, ich weiß, aber...
Wenn man es selber abkriegt, ist einfach scheiße. Ah, scheiß drauf, Alter. Hab jetzt auf jeden Fall meine Streaks geschafft und das ist wirklich seitdem ich so viel World War 2 Videos gemacht habe, mein einziger Anspruch in einem Video, Streaks schaffen. Wenn ich das geschafft habe, ist alles in Ordnung. Oh, der war knapp. Oh, da kommt noch einer. Mann, hör doch auf mit deinen scheiß Blendgranaten, Junge. Ist aber langsam mal gut. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nice. Mann, und da ist schon wieder direkt der Nächste. Ich weiß nicht, Mann. Hör doch auf zu Headglitchen, Spast, Alter. Es ist gerade recht schwierig, hier Kills zu kriegen. Irgendwie richtig komisch. Oh Gott, ey. Ich kann mich nicht bewegen. Wie lange man aber auch gestunt ist. Das ist der Wahnsinn. Nee. Von jetzt auf gleich ist die Lobby komplett anders, Alter. Habe ich einen Kill? Ach, scheiß doch drauf, Alter. Ob er das überlebt hat. Mann, ich sterbe nur. Leute, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Hab da wahrscheinlich alle draus geschnitten, aber ich kriege immer einen Kill, sterbe, Kill, sterbe, Kill, sterbe. Die ganze Zeit. Kill, sterbe. Ja, toll. Naja, auf jeden Fall könnt ihr ja die Waffe auch mal ausprobieren und mir dann mal mitteilen, wie ihr die so findet. Ich finde die auf jeden Fall wirklich geil, auch wenn das gerade nicht so rüberkommt. Ja, wollte er mich boxen? Ah, guck mal, Schuss, Tod, Schuss. Ja, gut. Auf jeden Fall probiert die Waffe mal aus. Könnt ihr ja mir mal damit teilen, wie ihr diese findet. Und ja, dann tschüss.